Radfahren in einer Gruppe ist die beste Sache in unserer Sportart. Du fährst mit weniger Kraft, viel schneller, hast noch einen Kumpel dabei, mit dem du quatschen kannst. Aber für einen Anfänger ist es nicht garantiert, dass das immer in der Gruppe so reibungslos verläuft. Ja, denn mit so einer Radsportgruppe verhält es sich ähnlich wie mit einem perfekt geölten Getriebe. Wenn die Zahnräder nicht optimal ineinander greifen, dann gibt es Probleme. Und deswegen sollte man einige Regeln und Normen beachten, wenn man auf seiner ersten Gruppenausfahrt unterwegs ist. Aber wir haben ja heute irgendwie gar keine Gruppe. Wie sollen wir denn das Video erklären? Machen wir Feierabend, oder? Ja. Was für ein Zufall. Ciao, Alan. Ciao, Giorgio. Wir haben eine kleine Gruppe gefunden und damit man so eine Gruppe auch perfekt ausnutzen kann, sollte man natürlich im Optimalfall im Windschatten fahren. Bis zu 70% kann man da in der Flachen sparen und auch am Berg ist das ganz einfach eine Motivationsstütze, wenn man irgendjemandem folgen kann. Dazu sollte man so ungefähr wie Richie etwa mit einem Abstand von 20 cm hinter dem Hinterrad von Alan fahren, aber aufgepasst, wenn es mal zu einer Gefahrenbremsung kommt, sollte man immer in der Lage sein zu bremsen, deswegen lasst bei hohen Geschwindigkeiten immer eine Hand an den Bremsen, dass ihr noch stoppen könnt und fahrt vielleicht nicht ganz direkt dahinter, wenn ihr noch neu seid. So könnt ihr immer noch in der Gefahrenbremsung links oder rechts vorbeistecken und rechtzeitig bremsen. Und eben gucken, dass man nicht reinfährt. So wie ich das jetzt hier mal kurz nachmache, zack, das kann sehr schnell sehr gefährlich werden. Wenn man dann ein bisschen sicherer ist, kann man sich natürlich auch noch mal ein bisschen auf die Natur konzentrieren. Aber für den Anfang ist wirklich das Hinterrad des Vordermanns das, was es zu beachten gilt. Wenn ihr dann eine passende Gruppe gefunden habt, so wie wir, dann solltet ihr auch euren Teil der Führungsarbeit übernehmen. Denn nichts ist schlimmer für eine Gruppe, wenn immer jemand dabei ist, der an jeder Stoppsituation vorne reinfährt und dann hinten wieder rauskommt und sich immer vor den Führungen drückt. Ja, diese Führungswechsel, die sind aber ein bisschen komplizierter und es gibt viele verschiedene. Und damit ihr bei eurer ersten Gruppenausfahrt nicht in die Situation geratet, dass ihr nicht die Führung übernehmen könnt, weil ihr gar nicht wisst, wie es geht, haben wir euch jetzt die verschiedenen Arten des Wechsels einmal vorbereitet. Die erste Möglichkeit, wie man zusammen in der Gruppe fährt, ist die Einerreihe. Dazu fährt man mit der Gruppe, wie man bereits am Namen hört, hintereinander wie an einer Perlenschnur aufgereiht. Wenn man dann vorne in der Führung fertig ist oder nicht mehr kann, dann möchte man ja rauswechseln und das tut man meistens in die Richtung, wo der Wind geht. Wenn der Wind direkt von vorne kommt, dann empfehlen wir immer zur rechten Seite rauszuwechseln. Nicht, dass ihr in die Fahrbahnmitte kommt, dass euch vielleicht Gegenverkehr umfährt und das wäre nämlich ziemlich gefährlich. Ja, die zweite Möglichkeit, wie man unterwegs sein kann, vermutlich die, die man öfter sieht und auch öfter anwendet, ist die Zweierreihe. Hierbei gibt es mehrere Möglichkeiten für den Wechsel. Die erste ist, dass die jeweiligen Fahrer, die an der ersten Position sind und rauswechseln wollen, in die jeweilige Richtung, auf der sie sowieso schon fahren, wechseln. Das heißt, der rechte Fahrer nach rechts und der linke Fahrer nach links. Und dann ordnet man sich hinten in der Gruppe wieder ein. Die zweite Möglichkeit, bei der man die Straße eben nicht so großflächig blockiert, ist die, dass der linksfahrende Fahrer vor den rechtsfahrenden Fahrer fährt und man sich dann eben zusammen auf der rechten Fahrbahnseite zurückfallen lässt. Ganz wichtig dabei ist, immer den Wechsel oder Führungswechsel vorher anzuzeigen. Das ist dieser berühmte Wink mit dem Ellbogen. Dann gibt es noch eine schnellere Variante, wie man in der Gruppe zusammen fahren kann, und zwar den belgischen Kreisel. Den kennt man vielleicht auch vom Radrennen. Das heißt, wir haben eine ständig rotierende Gruppe, die vorne sich die Führung abwechselt. Das heißt, man ist nur für ein paar Sekunden in der Führung, lässt sich dann wieder zurückfallen und rotiert quasi wie so eine Kette immer durch und damit baut man richtig Speed auf und das macht man meistens in Spitzengruppen oder sieht man auf Spitzengruppen und auch bei Gegenwind kann man das anwenden, um einfach schneller voranzukommen. Dabei ist es wichtig, dass man, wenn man vorne in die Führung reinfährt, nicht mit zu viel Überschuss an dem jeweiligen Vordermann vorbeischießt. Das macht den Kreisel kaputt und hinten kann man vielleicht auch mal ganz kurz auf den Hintern hauen, dass man sieht, okay, hinter mir musst du wieder reinfahren. Die letzte Möglichkeit des Wechsels wird man vermutlich nur im Rennen anwenden oder wenn man das Glück hat, mal auf einer abgesperrten Straße unterwegs zu sein. Und zwar wendet man diese Möglichkeit bei starkem Wind an. Hierbei fährt man in einer sogenannten Windstaffel. Wenn der Wind von links kommt, dann reihen sich alle Fahrer und Fahrerinnen gestaffelt zur rechten Seite hin auf. Dabei muss dann der vorderste Fahrer eben etwas weiter links auf der Straße fahren. Und dahinter hat man dann quasi wie an so einer Perlschnur aufgereiht, leicht versetzt alle Fahrer und Fahrerinnen der Gruppe. Und dann kann man entweder kreiseln oder
oder man entscheidet sich für längere Führungen an der Spitze und kann danach eben entspannt wieder hinten reinwechseln. Zu guter Letzt sei noch gesagt, dass bei beiden Varianten der Windstaffel und dem belgischen Kreisel es nur was für richtig geübte Fahrer ist. Denn um das richtig effizient zu machen, muss man möglichst dicht sich zurückfallen lassen und auch andere Fahrer überholen, damit man möglichst viel Kraft spart und optimal und mit viel Geschwindigkeit diese Formation fahren kann. Umso größer so eine Gruppe wird, umso schwieriger wird das mit der Kommunikation. Der Letzte in so einer Gruppe wird wahrscheinlich nicht mehr verstehen, wenn man ganz laut irgendein Hindernis anruft. Und deswegen gibt es international geachtete Handzeichen. Ja, der Fahrtwind, der kann nämlich ziemlich zunehmen. Und dazu gibt es quasi eine Gebärdensprache für Radfahrer. Die verstehen sogar unsere italienischen Kollegen. Mit dazu gehören natürlich Hindernisse anzuzeigen. Das heißt Schlaglöcher, Gullideckel oder Speedbumps. Dazu einfach das Hindernis links oder rechts mit dem Finger jeweils anzeigen. Dann kann es natürlich noch zu Haltesituationen kommen oder Stoppschildern, Ampel, Fußgängerüberwege. Dazu nimmt man die linke oder rechte Hand vom Arm und hebt sie einmal an und signalisiert quasi der ganzen Gruppe, Achtung, da ist ein Hindernis, wir müssen langsamer abbremsen. Wenn dann noch so ein Hubbel auf der Straße ist, also so ein kleiner Speedbump, und man aufstehen muss, dann gibt es ein weiteres Handzeichen, und zwar, wenn man mit beiden Ellenbogen nach oben anzeigt. Und dann haben wir noch die Situation, dass wenn ein Hindernis wie ein Auto von vorne kommt und hinter einem jemand fährt, dass man den dann an der Seite, wo das Hindernis kommt, hinter sich reinwinkt. Außerdem haben wir noch ein Signal, wenn wir am Berg aufstehen wollen, in den Liegetritt gehen, dann nimmt man einfach die linke oder rechte Hand, nimmt die hinter den Hintern und wischt einmal quasi so. Damit zeigt man dem anderen an, Achtung, ich will jetzt aufstehen. Und nicht jeder in der Gruppe hat vielleicht die Route auf dem Navigationsgerät. Deswegen werden grobe Richtungswechsel auch von den ersten Fahrern angezeigt, groß mit dem Arm, sodass auch der Letzte, wenn wir eine ganz große Gruppe wären, das Ganze anzeigen. Und als Letztes haben die Italiener noch ein Handzeichen, wenn man mit dem Verkehr diskutieren will. Das haben wir uns abgeschaut. Das können sie sehr gut. Die eben von uns aufgezeigten Warnsignale sollten in so einer Gruppe ebenfalls nach hinten durchgegeben werden. Das bedeutet, man gibt sie seinem jeweiligen Hintermann weiter und der gibt sie dann an die Hinterfrau weiter und so fort, bis man an der letzten Position angelangt ist. Quasi wie so eine stille Post, nur dass die Signale ja eindeutig sind und dass jeder weiß, okay, da vorne kommt jetzt ein Stoppschild oder nicht. Weitere Sachen zum Respekt in der Gruppe gehört, dass man nicht einfach nach links und rechts rotzt, wenn die Nase mal verstopft ist. Außerdem sollte man nicht in jeder Gefahrensituation direkt die Bremse ziehen, sondern man muss sachte bremsen, sodass jeder rechtzeitig zum Stehen kommen kann. Und am Berg, wie bereits erwähnt, sollte man nicht einfach aufstehen oder in der Flachen, weil sonst können die Hinterräder überlappen und dann kommt es zu schlimmen Stürzen in der Gruppe. Und dann gibt es noch eine Sache beim Respekt, wo man so ein bisschen Respekt vor der Geschwindigkeit des anderen haben muss. Und zwar einmal das sogenannte Half-Wheeling, also das Stecken im Deutschen. Wenn man die ganze Zeit so halb vor dem anderen herfährt und diesen eben komplett lang macht im Wind, das ist nicht gut. Und dann haben wir noch was, und zwar, dass man nicht im Loch fahren sollte. Das heißt genau zwischen zwei Leuten, die vor einem fahren. Denn dann hat nur man selber den optimalen Windschatten und die dahinter, die sehen alt aus. Also Respekt in der Gruppe behalten und dann läuft es auch rund und man kommt schön über den Tag. Wie im echten Leben ist auch bei der Gruppenausfahrt Kommunikation alles. Und deswegen sollte man, vor allem wenn man mit einer relativ unbekannten Gruppe auf große Fahrt geht, vorher über die geplante Geschwindigkeit der Ausfahrt sprechen. Wenn es dabei Uneinigkeiten gibt, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, das Gasgeben auf die flacheren Stücke zu verschieben. Denn hier können sich die stärkeren Fahrer und Fahrerinnen an der Spitze austoben, während die, die ein bisschen langsamer fahren wollen, hinten bleiben können. Am Berg sieht das Ganze anders aus. Da sollten die stärkeren Fahrer auf jeden Fall Rücksicht nehmen und vielleicht auf alle warten. Außer man hat vielleicht vorher abgesprochen, dass wir den Berg auch Vollgas hochfahren. Nur dann sollte man dann oben am Gipfel auch auf alle warten und wieder gemeinsam die Abfahrt unternehmen. Sonst geht irgendwann einer verloren. Und wenn man richtig geübt ist oder man vielleicht krachen geht und noch hinter dir jemand fährt, der vielleicht noch einen Korn über hat, dann gibt es noch eine Möglichkeit, wie man den wieder zurück in die Gruppe schleudern kann. Ja, ne? Genau, das hat was mit Respekt zu tun. Das hat man früher auch häufig im Rennen in der Windstaffel gesehen. Dann gibt man den Arm raus und macht quasi so ein Zweier-Mannschaftszeitfahren-Madison-Wechsel und schleudert den Fahrer eben nach vorne, damit wenigstens der in der Gruppe bleiben kann. Und dann sollte man noch was tun, wenn man noch einen letzten Atemzug über hat, bevor man abfällt. Ja, denn man sollte vorher rufen, wenn die anderen nicht mitbekommen, dass es vielleicht zu schnell für dich ist. Deswegen hebt euch nochmal einen Atemzug auf, dass ihr mitteilen könnt, dass ihr gerade abgehängt wird und dass die anderen oben warten sollen. Wir hoffen, dieses Video hat euch weitergeholfen, damit die nächste Gruppenausfahrt bei euch wie geschmiert läuft. Teilt das Video doch gerne mit euren Radfahrkollegen, mit denen ihr zusammen in der Gruppe fahrt, und schreibt in die Kommentare, was euer Lieblingshandzeichen ist. Und damit verabschieden wir uns für dieses Video.
mit dem italienischen Ciao Ragazzi. Ciao Ragazzi. Auf Wiedersehen. Ciao.